guten Abend nochmal zum heutigen Chart-Webinar, Dienstagabend um 19 Uhr. Und der DAX hat heute endlich mal geliefert. Halleluja, ich hätte schon fast nicht mehr gedacht. 1,2% liegt dazu, sogar stärker als MDAX und TecDAX. Hat das Monatshoch rausgenommen gleich zu Handelsbeginn. Dann noch nachgelegt mit dem Jahreshoch. Also da ist heute eine ganze Menge zusammengekommen an positiven Signalen, die wir uns natürlich anschauen wollen. Chartalarm passt daher wie die Faust aufs Auge heute. Diese Aktien bieten Spannung. Natürlich auch die Indizes bieten genauso viel Spannung. Hier mal zur groben Orientierung der Blick auf die Ayondo Handelsoberfläche. Oben wie immer eigentlich der DAX dargestellt, hier unten Euro, US-Dollar. Hier sieht man es sehr schön, was ich gerade eben schon erwähnt hatte. Knapp, ich glaube, 12 Punkte waren es letztlich gewesen, die dem DAX heute fehlten bis zur 12.000er Marke. Also haben wir knapp verfehlt, aber kann ja alles noch kommen. Mal gucken, wie die Aussichten wirklich sind. Da setze ich noch ein kleines Fragezeichen hinter. Gab natürlich ein paar Impulse, die heute reingekommen sind zur Mittagszeit. Relativ gute Zahlen vom US-Discount-Riesen Walmart. Weihnachtsquartal lief eigentlich ganz gut. Daraus kann man schließen, dass eigentlich die Konsumneigung in den USA noch ganz ordentlich läuft im Augenblick. Ist sehr wichtig für das US-BIP. Steuert ja zwei Drittel zum US-BIP bei, die US-Konsumenten. Also Walmart hat hier eigentlich ganz gut vorgelegt. Baumarktkette Home Depot konnte sich ebenfalls mit der Bilanz heute doch sehen lassen. Das war alles schon mal ganz gut gewesen von den Einzelhändlern. Dann hatten wir noch Konjunkturdaten aus Europa, Einkaufsmanager-Index, höchstes Niveau seit rund 6 Jahren. Der Euro dennoch ein bisschen auf dem Rückzug, ist ja etwas unter Druck geraten, nachdem zuletzt auch ein paar FED-Offizielle mal eine Zinserhöhung jetzt auf der Sitzung am 15. März sogar schon ins Spiel gebracht haben. Darauf sind jetzt viele Marktteilnehmer noch nicht eingerichtet, deshalb der Euro eben derzeit wieder am Rückwärtsgang. Zuletzt von 1,08 auf jetzt 1,05, seht ihr hier unten. Aber schwächerer Euro ist ja schon inzwischen eigentlich eine alte Geschichte. Gut für den DAX natürlich, denn der DAX und die DAX-Unternehmen sind ja stark auf den Export ausgerichtet. Je niedriger der Euro ist, das heißt Euro-Abwertung, je stärker der Dollar, desto besser die Exportaussichten für die deutschen Unternehmen auf den Weltmärkten. Das befeuert dann natürlich die Fantasie der Investoren und deshalb steigt dann auch der DAX, wenn es noch Rückenwind gibt, von der Währungsseite. Das war natürlich schon mal positiv gesehen. Gold wollte man heute nicht im Depot haben, zumindest die überwiegende Zeit. Doch deutlich unter Druck. Letztlich ja kein Grund, die sicheren Häfen derzeit auszubauen. Bull Future das gleiche ungefähr. Im Gegensatz dazu natürlich dann Öl war auch noch mal gefragt, quantitative Kürzungen der Förderleistungen von der OPEC, da spekuliert man auf eine entsprechende Verlängerung, Hedgefonds sind hier schon stark dabei, aber noch kein richtiger Ausbruch. Das mal der kurze Rundumschlag Gold, Öl, Euro, Dollar, DAX zur groben Einschätzung. Morgen dann eine ganze Menge an Zahlen, die reinkommen werden, ich glaube 6 DAX-Konzerne berichten diese Woche, also die ganze Fresenius-Familie, Bayer kommt, BASF kommt, also eine ganze Menge, was man sich da anschauen sollte. Dazu viele Konjunkturdaten in den kommenden 3 Tagen noch, morgen Abend noch das Notenbank-Sitzungsprotokoll, auch spannend natürlich hinsichtlich möglicher Tendenzen einer Zinserhöhung. Also die Woche insgesamt ist noch gespickt mit einigen wichtigen Terminen und da natürlich dann auch die Frage an euch, wie seht ihr denn jetzt im Augenblick den DAX, nachdem er ja heute doch wirklich sich halbwegs prächtig entwickelt hat, möchte ich sagen. Wie gesagt, auch stärker zulegte nochmal als MDAX und TecDAX, was ja eher ungewöhnlich ist in den vergangenen Wochen. Wir haben ja wirklich immer wieder Neubestmarken gesehen in der zweiten Reihe, also beim MDAX, beim SDAX, beim TecDAX. Der DAX ja selbst sogar noch sehr lange jetzt unter Jahreshoch geblieben. Bis zum Rekordhoch bei 12,93 fehlt auch noch ein bisschen was, aber kann ja alles noch werden. Die Chance zumindest mal dazu ist doch gegeben. Und schauen wir mal, was die Sentiment-Umfrage heute reinbringt. Vergangene Woche war ja knapp positiv ausgefallen. 54% hatten von euch steigende DAX-Kurse erwartet. Also ein Treffer gelandet jetzt mit dem heutigen Anstieg vor allen Dingen auch. Ist da schon mal ganz gut reingekommen. Ich würde mal sagen, 5 Sekunden noch, 4, 3, 2, 1,
0 und ich schließe die Umfrage. Hatten wir auch noch nicht gehabt. 54% von euch gehen davon aus, der DAX steht kommende Woche Dienstag höher. 46% gehen davon aus, der DAX steht tiefer. Also das gleiche Umfrageergebnis wie vor einer Woche. Hätte ich mir auch sparen können. Aber okay. Gehen wir mal davon aus, dass ihr recht behaltet, dass die Märkte weiter steigen, beziehungsweise der DAX weiter steigt, wäre das zumindest mal, denke ich, auch aus statistischer Sicht ganz positiv. Denn normalerweise ist ja die zweite Februarhälfte nicht ganz so gut. Auch so in Nachwahljahren kommt es doch häufig mal zu einer kleinen Konsolidierungsbewegung. Davon ist im Augenblick zumindest mal noch nichts zu sehen, aber kann ja alles auch noch werden. Wollen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich gucke mal hier schnell auf unsere Terminagenda, die ich ja für 2017 schon aufgesetzt habe. Also ganz allmählich kommen hier so ein paar Sachen etwas näher. 9. März, die EZB-Sitzung, wird natürlich nicht so viel erwartet. Ich hatte es aber schon angesprochen. Die FED-Sitzung am 15. März, natürlich wirklich spannend im Augenblick. Ich schaue mal hier, das ist ja die Übersicht, wie im Augenblick an den Terminmärkten eine mögliche Zinserhöhung seitens der FED eingepreist wird. Ich stelle nochmal den Link hier in das Chatprotokoll auch rein, für diejenigen, die den noch nicht haben. Da kann man immer sehr schön auch sehen, wie im Augenblick der Terminmarkt mögliche Zinserhöhungen einpreist. 22% der Marktteilnehmer rechnen im Augenblick mit einer Zinserhöhung der FED am 15. März. Also der Markt ist noch nicht darauf vorbereitet, dass es eine Zinserhöhung gibt. Möglicherweise äußern sich jetzt noch in der nächsten Woche einige FED-Offizielle, um den Markt eben in die Richtung etwas zu schieben. Ich persönlich gehe davon noch nicht aus, dass es dazu kommen wird. Etwas anders sieht es dann schon hier im Mai und Juni aus mit 41 bzw. 46%. Da haben wir schon eine Mehrheit für einen nächsten Zinsschritt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wollen wir mal abwarten. Die FED hat ja selbst 2 bis 3 Zinserhöhungen in 2017 in Aussicht gestellt. Alles allerdings unter dem Vorbehalt, dass man so mehr oder weniger mal einschätzen kann, was denn eigentlich der Donald im Weißen Haus so treibt. Und das kann im Augenblick ja noch niemand abschätzen. Von daher Unsicherheit auch bei Frau Yellen, Unsicherheit natürlich auch 15. März Parlamentswahlen in den Niederlanden. Also der 15. März ist schon mal so ein Highlight, was man sich für den kommenden Monat anstreichen sollte. Ich gucke doch mal in die Fragenbox rein, wann welche Unternehmen Zahlen liefern. Ob es da eine gute Website gibt im Hinblick auf die Berichtssaison. Also was ich immer ganz gerne nutze, das ist die Wochenvorschau, die von dpa AFX erstellt wird. Die gibt es hier. Ich stelle Ihnen mal einen Link rein. Da gibt es eigentlich immer eine ganz gute Wochenübersicht zu den einzelnen Unternehmensterminen. Dann natürlich auf der Plattform von Jandaya. Da gibt es auch immer ganz gute Sachen. Auf der Seite der Börsenzeitung gibt es auch eine Übersicht, wann welche Unternehmen wohl Quartalszahlen melden werden. Aber ich benutze eigentlich immer die Wochenvorschau, die ich euch hier gerade reingestellt habe. Schon wieder eine Frage, wie beurteile ich Rüstungsunternehmen? Ha, ist ja lustig. Da habe ich eine Frage zu bekommen, auch von einem von euch per Mail, ob ich mir Rüstungsaktien angucken wollen. Kommen so in ungefähr 40 bis 50 Minuten. Dann schauen wir uns Rüstungsaktien an. Aber es scheint wohl echt Interesse zu sein. Sehr gut. Sentiment. Hier mal kurz noch der Überblick zum amerikanischen Sentiment. Ihr kennt inzwischen die Geschichte. Blaue Linie hier auf der linken Seite. Das Sentiment der amerikanischen Fondsmanager nach wie vor unverändert. Sehr, sehr großer Optimismus. Damit auch ja, Gefahren, würde ich mal sagen. Kleinanleger verkaufen weiterhin in die Rallye hinein. Finde ich sehr interessant. Ja, also die Kleinanleger trauen dieser Aufwärtsbewegung an den amerikanischen Aktienmärkten überhaupt nicht mehr, nur 33% bullisch, deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 38%. Bärisch sind derzeit wieder mehr, 32%, also die Kleinanleger schichten wirklich an, realisieren Gewinne, positionieren sich vielleicht auch schon für einen Rückschlag, während hingegen das Profilager nach wie vor sehr optimistisch in die Zukunft blickt und hier offenbar, ich weiß nicht, einen guten Draht zu Donald Trump hat, der ja gesagt hat, dass es gigantische Steuerprogramme, Infrastrukturprogramme, Deregulierungsmaßnahmen und so weiter geben wird. Natürlich kann er alles das machen und umsetzen. Jetzt sind aber schon 4 Wochen rum und es gibt immer noch überhaupt gar keine Details zu diesen vollmundigen Ankündigungen.
Ich finde, so ganz allmählich sollte er mal liefern. Und zwar wirklich Fakten, auf was er sich denn da vorstellt und nicht immer nur irgendwelche heiße Luft produzieren. Aber gut, noch glaubt die Börse der Trumpomanie und solange die Musik spielt, darf man auch tanzen. Alte Regel auf dem Parkett gilt derzeit natürlich auch noch. So, gucken wir uns mal eine ganz interessante Sache an, die mir aufgefallen ist. Viele Assetklassen, also wenn ihr euch das anschaut, einzelne Branchen vor allen Dingen auch, aber vor allen Dingen eben hier die Assetklassen, wie Gold, wie der Aktienmarkt oder wie eben auch der Währungsmarkt, hier der Dollarindex in blau dargestellt, der S&P 500 in grün dargestellt, in der roten Linie Gold, ja genau, mit Gold mit der roten Linie, weisen im Augenblick eine sehr hohe Korrelation auf, also einen sehr hohen Gleichlauf. Das zeigen immer diese Ellipsen hier und das ist in der Vergangenheit äußerst selten gewesen, dass sowohl der Dollar zulegte, als eben auch die Aktienmärkte zulegte und auch noch Gold zulegte. Ja, denn normalerweise ist ja gerade Gold dann gefragt, wenn die Aktienmärkte tendenziell fallen, wenn es ein bisschen stürmischer wird, Umschichtungen erfolgen dann auch in sichere Häfen. Der Dollar ist meistens auch so ein sicherer Hafen. Das ist im Augenblick eine sehr ungewöhnliche Situation, dass alle drei Assetklassen Zuwächse verzeichnen. Das kann man natürlich auch auseinandernehmen. Woran liegt das? Natürlich an der Inflation. Ja, die Teuerungsrate weltweit zieht deutlich an, nicht nur in Europa, wo wir ja inzwischen auch Mehrjahreshochs mal erreichen, also vor allen Dingen eben auch in den USA, wo die Inflationsrate deutlich zulegt, annualisiert jetzt bei 2,5%, also auch über der Messlatte der Fed von 2%, ist der höchste Wert in den USA jetzt schon seit 5 Jahren. Und das ist natürlich positiv für den Goldpreis, ne, weil Gold wird ja letztlich als Absicherung in einem inflationären Umfeld betrachtet. Aktien ziehen ebenfalls an, denn auch die sind vor allen Dingen bei einer schwachen Inflationsentwicklung auch noch attraktiv. Die Unternehmen können Preisveränderungen einfach an die Kunden weitergeben. Höhere Preise sorgen auch für regelmäßig höhere Unternehmensgewinne. Das heißt, Inflation deutet insgesamt, wird es zumindest so interpretiert, auf einen konjunkturellen Aufschwung hin, wie man den im Augenblick in den USA eben auch sehen kann. Vollbeschäftigung, wisst ihr in Anführungszeichen, die Qualität der Jobs ist sehr schlecht, aber letztlich geht es darum, dass hier vor allen Dingen Inflation gespielt wird. Das Thema rückt immer stärker in den Vordergrund. Unsicherheit, warum wird dann eigentlich auch noch Gold, beziehungsweise warum steigt dann noch der Dollar? Naja, wenn letztlich die Inflation in den USA weiter ansteigt, bedeutet das natürlich auch, dass irgendwann die Fed aktiv werden muss. Ne? Sie kann ja keine zu starke Inflation zulassen. Ich habe es gesagt, Grenze 2%. Und mit einer ansteigenden Teuerung steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die Fed. Wir hatten ja jetzt im Dezember die letzte. 2 bis 3, ich hatte schon gesagt, werden 2017 noch in Aussicht gestellt. Hier könnte natürlich Frau Yellen jetzt auch mal langsam wieder durchblicken lassen, so erste Testballons starten, dass man die Märkte eben auf weitere Zinserhöhungen vorbereitet. Und das macht natürlich dann die US-Währung attraktiver. Dollaranlagen erzielen damit eine höhere Rendite und damit steigt letztlich auch der Dollar und andere Währungen werten ab. Die Frage ist jetzt, wie passt das Ganze noch mit Gold zusammen? Und da ist eine interessante Geschichte zu berücksichtigen, dass der Goldpreis meistens gerade zu Jahresbeginn eine Stärkephase aufweist. Erinnert euch, 2016 auch Gold deutlich zugelegt in den ersten Monaten des Jahres, so bis in den März hinein ungefähr, hatten wir eine sehr starke Entwicklung beim Goldpreis. Danach hat das dann schon relativ schnell nachgelassen, Konsolidierung. Das Gleiche haben wir jetzt auch gesehen, Dezember ging eigentlich die Aufwärtsbewegung am Goldmarkt los und damit auch bei den Goldminenaktien. Und jetzt haben wir auch hier allmählich so eine Stabilisierung, Februar, März. Das ist wieder so ein ungefähr 2-Monats-Intervall, 2,5-Monats-Intervall mit einer Goldstärke. Und jetzt kommt es langsam wieder zu einer Seitwärtsbewegung. Hängt natürlich damit zusammen, naja, sollte die Fed wirklich ernst machen, die Zinsen erhöhen, dann wäre das natürlich negativ für den Goldpreis. Auf der anderen Seite, die Argumente liegen weiter auf der Hand. Politische Risiken sind so groß wie noch nie auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir haben die Wahlen in Europa. Wir haben die Trump-Unsicherheit noch mit da drin. Wir haben sowieso die generellen Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten. Also Gold insgesamt, es hält sich derzeit die Waage, deshalb eben auch die Seitwärtsbewegung. $1,250 auf der Oberseite ist im Augenblick der nächste Widerstand. Der dürfte nicht so einfach zu
überwinden sein, zumal wir ja auch noch hier die fallende 200-Tage-Linie haben, in Violett dargestellt. Also, ich hatte es euch ja gesagt, hier im Dezember Gold kaufen, jetzt ist es attraktiv, weil eben der Abstand zur 200-Tage-Linie ein Niveau erreicht hatte, von dem aus immer wieder eine Erholungsbewegung einsetzt. Genau das haben wir gesehen. Wer jetzt hier noch drin ist, sollte, denke ich mal, zumindest weiter über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Hier im Dunstkreis der Barriere bei 1250 Dollar. Insgesamt also die Aussichten für den Goldpreis damit eher durchwachsen, auch was letztlich die saisonale Komponente angeht. Darüber hatten wir schon gesprochen, möglicherweise Zinserhöhungen. Ich gucke gerade nochmal in die Fragenbox rein, dass auch andere Metalle unter Umständen davon profitieren können. Naja, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, welche Edelmetalle zum Beispiel eben davon auch profitieren könnten. Also hier ist natürlich dann Platin, Palladium noch zu nennen. Palladium im Augenblick 800 Dollar gehandelt, Platin ja deutlich teurer mit knapp 1000. Aber Palladium hat ja auch schon kräftig zugelegt, seit Anfang 2016 von 450 auf 800 knapp verdoppelt. Ich habe hier zumindest mal Platin mit Nachholpotenzial, sehe ich das. Bei den anderen Rohstoffen muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt heute Zahlen reingekommen, zum Beispiel von Anglo American, das ist ein Minenbetreiber, vom Bergbauriesen BHP Billiton. Die haben alle mehr Geld verdient, natürlich aber auch aufgrund des massiven Sparkurses, aber auch der Erholung der Rohstoffpreise. Faustformel ist ungefähr, nachdem die Rohstoffpreise ja so dermaßen abgestürzt sind, haben wir ja eine kräftige Erholung gesehen 2016. Und meistens ist es so, dass danach erstmal so eine kleine Verschnaufpause einsetzt, eine Konsolidierung, bevor eine nächste Aufwärtsbewegung einsetzt. Ja, also da jetzt nicht unbedingt hinterherlaufen, auf Teufel komm raus in die Rohstoffe rein. Ich gehe erstmal davon aus, dass wir langsam jetzt eine Marktberuhigung sehen bei den Rohstoffen und dann je nach Weltkonjunktur, das kann man im Augenblick absolut nicht abschätzen, könnte nochmal eine neue Aufwärtsbewegung wieder einsetzen an den Rohstoffmärkten und damit dann natürlich auch bei den Minenbetreibern, bei den Bergbaukonzernen, die ja jetzt zuletzt zumindest mal sehr solide Zahlen auch geliefert haben. Was ich ganz interessant finde, ist vor allen Dingen nach wie vor dieser extrem große Optimismus bei den Fondsmanagern. Ja, hier habe ich euch die letzten Ergebnisse der Fondsmanager-Umfrage mitgebracht. Vor einem Jahr war noch Grabesstimmung gewesen. Jetzt haben wir hier das Vorliegen, dass die Gruppe der Optimisten inzwischen deutlich zugenommen hat. Also jeder vierte Profi erwartet inzwischen eine starke Konjunktur weltweit und natürlich auch in den USA und ist entsprechend so auch schon positioniert. Ganz wichtig zu wissen. Ihr habt es ja mitbekommen, rekordhohe Mittelzuflüsse in amerikanische Aktien, ETFs und Fonds seit Anfang November. Das Geld ist schon in den Markt geflossen. Da muss jetzt noch wirklich mehr kommen. Deshalb eben ist das auch so wahnsinnig entscheidend, dass Donald Trump jetzt auch ein wirklich beeindruckendes Paket abliefert. Wenn der nicht liefert oder die Regierung, dann platzt diese ganze Blase und dann wird das sehr schnell wieder abgewickelt, was wir jetzt zuletzt eben an Gewinnen aufgebaut haben. Das ist das große Risiko im Augenblick und diese Frage kann derzeit einfach auch niemand beantworten, was denn da tatsächlich aus dem Zauberhut letztlich rauskommt. Weitere interessante Einschätzung hier noch, wohin ist eigentlich das Geld geflossen der Fondsmanager? Die haben ja ihre Aktienpositionen weiter ausgebaut, die Bargeldbestand abgebaut, Schwellenländeraktien sind gefragt gewesen, Eurozonenaktien, Grundstoffe natürlich auch. Damit wären wir wieder bei den Bergbaukonzernen, also BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto, wie sie alle heißen. Natürlich auch so ein bisschen zyklische Unternehmen, BASF zum Beispiel aus Deutschland hier gefragt gewesen, US-Dollar natürlich auch, der Greenback ebenfalls mit Sicht eben auf steigende Inflation, damit erhöhte Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen und dann eben noch weiter steigender Dollar. Aber der wirkt sich natürlich auch irgendwann mal negativ auf die amerikanischen Unternehmen aus. Letztlich, ihr wisst es, alles hängt mit allem zusammen. Je stärker der Dollar aufwertet, desto positiver ist das natürlich gerade für zum Beispiel deutsche Unternehmen, aber desto stärker auch der Gegenwind für die amerikanischen Unternehmen. Und die Amerikaner werden es natürlich nicht zulassen, dass der Dollar zu stark aufwertet. Da werden sie einen Riegel vorschieben. Das hat ja auch Donald Trump schon mal, glaube ich, irgendwann getwittert, dass ihm der starke Dollar eigentlich gar nicht gelegen kommt. Das ist ja auch vollkommen klar, denn damit wird letztlich die amerikanische Wirtschaft auch ausgebremst. So, ganz wichtige Übersicht hier auch nochmal. Was sind die
Was sind die größten Risiken, die im Augenblick am Markt gesehen werden? Hier natürlich Europa, ein Auseinanderbrechen mit den Wahlen, das größte Risiko aus Sicht der Fondsmanager. Ein Handelskrieg ebenfalls, hatten wir im Januar noch überhaupt gar nicht auf der Agenda gehabt. Crash an den Bondmärkten zum Beispiel, also darauf ist zu achten. Europa ist weiterhin im Brennpunkt und das ist letztlich auch der Grund, warum eben die europäischen Indizes den amerikanischen noch so deutlich hinterherhinken, zumindest die Leitindizes. Denn an den Anleihemärkten sieht man das schon sehr deutlich. Am Montag ist ja der Renditeabstand zwischen den 10-jährigen französischen Anleihen und den deutschen Anleihen, ich glaube, auf das höchste Niveau seit 2012 gestiegen. Also an den Anleihemärkten zieht man sich eben schon aus Frankreich zurück. Und sollten da jetzt neue Umfrageergebnisse rauskommen, indem eben Front National, also Le Pen, weiter zulegt, dann dürften auch internationale Investoren um Europa einen ja, Abstand halten von Europa und da zumindest etwas weniger investieren, auch wenn natürlich gerade die fundamentale Bewertung der europäischen Aktienmärkte noch wesentlich attraktiver ist als zum Beispiel der amerikanischen Aktienmärkte. Sieht man hier auch sehr deutlich in dieser Übersicht nochmal. 80% der Fondsmanager sagen, dass US-Aktien inzwischen überbewertet sind. Eigentlich schizophren. Kaufen US-Aktien, wissen aber, dass sie einen viel zu hohen Preis dafür bezahlen. Und es gibt ja noch einige Werte wie eine Tesla, die werden ja zu astronomischen KGVs schon gehandelt. Das ist ja Wahnsinn. Das gleiche gilt ja auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, also Eigenkapital im Verhältnis gesetzt zum Börsenwert. Auch da haben wir ja inzwischen schon ein Multiple von 3, also auf Mehrjahreshochs. Das ist alles nicht mehr gesund. Hier ist eine ziemlich große Spekulationsblase aufgebaut, aber das ist auch richtig, die kann immer länger laufen, als man bereit ist, gegen den Markt sich zu stemmen und gegen den Markt stemmen. Ein Markt, der aufwärts geht, ist sehr gefährlich, denn irgendwann wird man einfach nicht mehr genügend Kapital haben können. Das heißt also, aggressive Short-Strategien sind im Augenblick noch nicht ratsam. Ja, das ist einfach zu riskant. Denn der Trend geht hier eindeutig nach oben. So, damit kommen wir jetzt zu den Charts und gucken uns mal an, wie wir den S&P derzeit einschätzen können. Ich mache es ganz einfach mal in der längerfristigen Perspektive. Da haben die Kollegen von Wellenreiter einen ganz interessanten Ansatz gefunden, wollte ich hier mal vorstellen. Fangen wir mal hier Anfang 2009 an. Sieht man sehr schön eine erste Aufwärtsbewegung bis zur Ausbildung eines Tops. Hier, also dieser Zeitraum. So ungefähr April 2010 dauerte ungefähr 410 Tage. Ja, so, wenn man dann hier den nächsten Tiefpunkt nimmt, also hier, das war ungefähr im Mai 2010 gewesen, wieder bis zum nächsten Hochpunkt, der ausgebildet wurde. Auch das war ungefähr ein Zeitraum gewesen von rund 350 Tagen. Ja, also so schon mal ein Zeitstrahl von 350 bis 400 Tagen ist an der Börse offenbar gerne, zumindest in der Vergangenheit, mal der Fall gewesen, dass es dann zu einem temporären Hochpunkt kam. Das Gleiche kann man nämlich auch noch einmal finden hier zwischen August 2011. Ich zoome uns mal ein bisschen hier rein. August 2011 bis zum Hochpunkt so im September 2012. Da vergingen auch ungefähr 410 Handelstage, also das liegt wieder hier in der Range, die wir auch schon vorher hatten. Wir haben jetzt hier 410 Handelstage, 340 Handelstage, hier 410 Handelstage. Auch da hatten wir wieder einen Hochpunkt gesehen. Also danach gab es dann hier eine längere Aufwärtsbewegung. Und natürlich kann man auch wieder 410 Handelstage zum Beispiel hier abzählen, ab dem Tiefpunkt im Oktober 2014. Und auch hier haben wir ungefähr einen Hochpunkt gehabt ab 300 Handelstagen, war jetzt ein bisschen schneller gewesen. Zuletzt hat die Regel aber wieder relativ besser gegriffen, und zwar zum Beispiel hier ausgehend vom Tiefpunkt im Sommer 2016, wenn man da auch wieder ungefähr 400 bis 350 bis 400 Tage abzählen würde, dann kommen wir hier auch wieder bis in den Bereich, den wir im Augenblick mal ausgebildet haben, also hier der Tiefpunkt, Januar 2016. Projiziert ungefähr 350 bis 400 Tage in die Zukunft, dann eigentlich wieder ein Hochpunkt erreicht. Und das wäre jetzt in dem Umfeld. Also Ende November, Ende Februar, Anfang März hätten wir wieder so einen ähnlichen Zeitstrahl, eine ähnliche Aufwärtsbewegung abgearbeitet, wie hier zum Beispiel zwischen 2009 und 2012 mehrfach passiert.
Das ist also schon mal so eine erste Herangehensweise, wo man sagen könnte, also von der Zeitstrahlbetrachtung her wäre der Markt derzeit mal wieder reif für eine mögliche Korrektur. Dazu kommt eben auch, dass der S&P 500 mit 2360 Punkten jetzt so in dem Bereich vorgestoßen ist, an dem viele Banken ihre Kurszielmarken oder ihren Höchststand für den S&P 500 im Jahr 2017 ausgerufen haben. Zum Jahreswechsel hat man es häufig gesehen. Deutsche Bank hatte, glaube ich, 2355 Punkte den S&P mal gesehen, Ende 2017 somit als Kursziel. Das hat der amerikanische Aktienleitindex jetzt schon abgearbeitet. Finde ich ganz interessant. Ja, das heißt also, die Kursziele der Analysten sind jetzt schon erreicht. Und da könnte es jetzt den einen oder anderen geben, der sich sagt, naja, also schön, jetzt haben wir schon nach anderthalb, knapp zwei Monaten das abgearbeitet, was wir eigentlich so für den US-Markt im Gesamtjahr gesehen haben. Trenne ich mich doch mal von ein paar Positionen, wo ich jetzt auch schon im Gewinn liege und mache erstmal Kasse und sei etwas vorsichtiger, was jetzt so die zweite oder die weitere Entwicklung angeht. Ich gucke gerade nochmal in die Fragebox an. Ja, genau. So, alles noch in Ordnung vom Ton her. Sehr gut. Also das ist jetzt im Augenblick schon mal eine sehr kritische Situation. Dann seht ihr auch, ich habe hier die Hochpunkte seit Frühjahr 2015 miteinander verbunden. Das ist diese grüne Trendlinie hier. Und ihr seht es ja deutlich, die haben wir jetzt derzeit ein bisschen nach oben hin sogar verlassen. Das heißt, wir haben hier sogar eine Trendbeschleunigung noch einmal gesehen. Ja, dieser Anstieg hier war auch sehr dynamisch gewesen. Mit 2375 und wir haben uns jetzt wieder gefährlich weit über die 21-Tage-Linie nach oben hin abgesetzt. Konkret bedeutet das, und da gehen wir jetzt mal kurz ins Detail rein, damit man das mal versteht, wo wir hier im Augenblick stehen. 2,4% über der 21-Tage-Linie, ja, das ist schon mal relativ viel. Ein ähnliches Niveau hatten wir hier im Dezember gehabt, auch da hat der Markt kurzfristig mal eine Konsolidierung eingelegt. Ähnlich auch hier waren es mal 3% gewesen, aber wir sind auf jeden Fall ziemlich weit oben. Wenn man dann noch mal betrachtet den Abstand des S&P 500 zur 200-Tage-Linie, also für langfristige Investoren, die sind ja auch wichtig am Markt. Wir handeln im Augenblick 8,5% über der 200-Tage-Linie. Und schaut es euch an, 8,5% Differenz des S&P 500 zur 200-Tage-Linie waren in den vergangenen Jahren eigentlich immer auch verbunden dann mit einer anschließenden Konsolidierungsphase. Das haben wir zuletzt gehabt im Juli 2014. Ihr seht es hier so ein bisschen Seitwärtsbewegung danach. Ja, da haben wir erstmal einen Top gesehen. Das gleiche auch hier im März 2014. Auch danach lief es nur noch seitwärts mit einer Korrektur anschließend. Weitere Übertreibungen auf der Oberseite gab es zwar bis zu 12% Differenz, aber danach ging es auch umso deutlicher da nach unten. Hier auch 8,7% Topbildung, danach Korrektur. Will heißen, mit 8,5% haben wir uns jetzt im Augenblick schon sehr weit von der 200-Tage-Linie nach oben abgesetzt. Ausgehend von diesem Niveau kam es in den vergangenen Jahren schon häufig zu einer Konsolidierung. Je weiter der S&P jetzt noch sich von der 200-Tage-Linie entfernt, das waren maximal in den vergangenen Jahren 12,7% gewesen, desto größer die Gefahr für eine anschließende, auch stärkere Korrektur. Deswegen wäre es ganz gut, wenn der Markt jetzt mal langsam seitwärts pendelt, ansonsten wächst einfach die Gefahr eines größeren Rückschlags. Denn, auch das ist wichtig, schaut es euch hier mal an, das ist die untere Grafik nochmal, der S&P korrigierte zuletzt am, jetzt müssen wir gucken, 11. Oktober 2016 um mehr als 1%. Ja, da verzeichnet das letzte Mal einen Tagesverlust von mehr als 1%. Seitdem gab es immer nur so ganz kleine Verluste von rund 0,5%, aber nicht mehr von mehr als 1%. Das ist eine ungewöhnlich lange Phase von Handelstagen mit Verlusten von weniger als 1%. Ja, wenn man sich hier die Vergangenheit anschaut, das gab es wirklich sehr, sehr selten noch. Und auch das so ein Risiko, wo ich sage, es gibt einfach keine Bereinigung mehr, keine Marktbereinigung mehr. Und je mehr sich diese Situation zuspitzt, desto gefährlicher wird es nachher. Und wir sind jetzt, wie gesagt, hier auch an der Oberseite des Prognosekorridors langsam angekommen, maximal sehe ich für den S&P. Derzeit noch Potenzial bis 2375 Punkte, aber ich sehe den Markt nach wie vor eher jetzt oben im kurzfristigen Bereich. Da eben auch die Volatilität sehr niedrig ist, bietet es sich eigentlich nach wie vor an, auf Put-Optionsscheine zum Beispiel zu setzen, da die doch sehr günstig sind. Wobei beim Stichwort Volatilität haben wir ja in der vergangenen Woche ausführlich darüber gesprochen, möchte ich noch zwei Seiten hinterher schieben.
die ich jetzt noch gefunden habe in dieser Woche. Und zwar hier einmal der Durchschnittsverlauf des VIX-Index, also der Volatilität auf den S&P 500, der Durchschnittsjahresverlauf. Und da sieht man sehr schön, dass eine rückgängige, also eine fallende Volatilität in den ersten 6 Monaten durchaus normal ist. Ich stelle euch mal hier auch die Analyse ins Chat-Protokoll rein, kann man sich mal durchlesen, Anstieg der Volatilität meistens ab dem Sommer. Wesentlich besser finde ich noch die Analyse hier von meinen Freunden von LPL Financial. Die haben sich auch mal den VIX genau betrachtet und mal hier analysiert, wann es denn eigentlich zu einem Tiefpunkt beim VIX kam. Wie oft hat der Promo in den einzelnen Monaten einen Tiefpunkt ausgebildet? Im Januar ist es sehr, sehr häufig, dass man beim VIX einen Tiefpunkt sehen kann. 4 insgesamt. Und wenn man sich jetzt dieses Jahr betrachtet, das bisherige Tiefpunkt beim VIX hatten wir, glaube ich, zum Monatswechsel. Ich weiß jetzt nicht, ob es der 1. Februar war oder noch der letzter Handelstag im Januar. Auf jeden Fall so zum Monatswechsel gab es ja diesen Tiefpunkt bei rund 10 Punkten. Die Volatilität steigt inzwischen ja schon an. Wenn man euch den VIX anschaut, ausgehend von 10 sind wir jetzt auf 12 schon gestiegen, obwohl die Aktienmärkte gleichzeitig auch steigen. Also wir haben steigende Volatilität auf ganz geringem Niveau bei steigenden Aktienkursen. Eine gefährliche Situation sollte man im Hinterkopf behalten. Aber hier im Februar wird meistens kein Tiefpunkt beim VIX ausgebildet. Dann haben wir noch häufig mal einen im Juli, also auch große Sorglosigkeit, und im Dezember, während hingegen der Februar durchaus schon mal hier zu einer Korrektur neigen kann und damit eben steigender Volatilität. Das gleiche natürlich auch im September und Oktober sehr interessant. Hier auch nochmal der Durchschnittsverlauf, seht ihr sehr schön, in den ersten 6 Monate meistens von fallender Volatilität gekennzeichnet. Aber wir sind eher unten. Was ich aber nochmal ganz interessant finde, ist diese Grafik hier. Bedeutet eine geringe Volatilität eine bessere Aktienperformance auf Sicht von mehreren Monaten? Das ist ganz interessant, dass ein VIX von unter 15 Punkten statistisch gesehen nicht mit einer schlechteren Aktien, also nicht auf eine schlechtere Aktienperformance schließen lässt. Also normalerweise sagt man ja immer geringe Volatilität, Achtung, es kommt bald zu einer Marktkorrektur wegen dem großen Optimismus. Lässt sich aber statistisch nicht untermauern, wie ihr hier sehr schön seht. Also ein VIX unter 15, 3-Monats-Performance des S&P 500, 2,3%, 73% positiv, 84% sogar positiv auf Sicht von 6 Monaten. Das ist natürlich auch hier der Punkt, langfristig steigen die Aktienmärkte. Aber interessant, wenn der VIX zwischen 15 und 20 ist, ist auch hier die Gewinnquote mit 10 Prozentpunkten geringer, also schon wesentlich geringer. Und eben auch die Durchschnittsperformance fällt doch etwas geringer aus. Ja, das heißt also, ein VIX von unter 15 ist nicht zwingend ein Schwächesignal, ein bevorstehendes Schwächesignal oder ein Warnsignal für die Aktien. Sehr interessante Analyse. Das mal für alle, die die Vola im Blick behalten, habe ich auch gerade mal in die Chatbox reingestellt. So, und deshalb eben auch wichtig, ich gucke hier gerade nochmal in die Fragenbox auf den Fall. Deshalb eben auch wichtig, es muss nicht, obwohl ja die amerikanischen Aktienmärkte so stark gestiegen sind, zu einer Korrektur kommen. Ja, eine Konsolidierung, ganz wichtig, das kann immer über 2 Formen passieren. Konsolidierung über die Zeitebene bedeutet, der Markt pendelt einfach nur auf der Stelle. Ja, geht so ein bisschen seitwärts und damit wird diese überkaufte Situation automatisch abgebaut. So, Konsolidierung in Form einer Kurskorrektur bedeutet fallende Kurse. Auch das kann es natürlich geben. Und die Wahrscheinlichkeit für Letzteres ist umso höher, je stärker die vorherige Übertreibung gewesen ist. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Deshalb, ja, zu was es jetzt kommen wird, ist einfach schwierig. Es hängt, muss ich leider sagen, so muss ich mich rausreden, damit zusammen, ob Donald Trump den Erwartungen gerecht wird, ja oder nein. Wenn es nicht der Fall ist, dann wird man sich aus dem amerikanischen Aktienmarkt ganz schnell verabschieden. Und dann werden wir auch, denke ich mal, hier zügig in Richtung der 2280 oder sogar vielleicht 2190 Punkte nochmal fallen. 200 Tage liegen wir dann ein mögliches Ziel. Aber das muss man jetzt leider erstmal abwarten. Die Erwartungen, die hohen Erwartungen sind hier im Augenblick ganz klar schon eingepreist. So, dann bevor ich das verpasse noch, Apple war hier gerade als Frage noch mit reingekommen, zeige ich auch noch gerne, wo wir jetzt hier gerade bei den amerikanischen Aktien sind.
bevor wir dann zum DAX rübergehen. Apple ja ausgebrochen hier auf Rekord, 136,40 im Augenblick. Ja, schöne Aufwärtstendenz, allerdings auch schon sehr stark gestiegen. 5,9% über der 21-Tage-Linie, wenn ich mir dann hier noch die 200-Tage-Linie mal eben die Differenz dazu reinhole. Dann seht ihr, dass die Apple-Aktie sich inzwischen doch schon ganz gut davon abgesetzt hat. Und das ist das, was derzeit eher so ein bisschen gefährlich ist. Wir handeln 24,5% über der 200-Tage-Linie und ihr seht es hier, solche Abstände von 22-24% waren auch in der Vergangenheit häufig mal zumindest ein temporärer Hochpunkt gewesen. Gerne auch mal Ausgangspunkt dann für eine Korrektur. Apple ist natürlich auch Spekulation auf iPhone, Spekulation auf Repatriierung der Gelder auf den ausländischen Konten, also da ist auch schon eine ganze Menge jetzt positiv eingepreist, auch im Hinblick auf das neue iPhone im Herbst. Das muss erstmal dann kommen und geliefert werden. Ich wäre hier vorsichtig, ich würde auch zumindest mal über Teilgewinnmitnahmen bei Apple nachdenken. Die Aktie ist doch mittelfristig gesehen etwas überhitzt im Augenblick. Gerade nochmal in die Fragen rein. Gute Chance, Risikoverhältnis für den S&P 500. Sehr schön an der 200-Tage-Linie wäre interessant. Ja, dann wäre das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich besser. Ihr seht hier eine Rücksetzer an die 200-Tage-Linie, war in den vergangenen Monaten eigentlich immer ganz gut gewesen, um den Markt wieder zu kaufen. Ließ sich doch ganz gut als Stabilisierungsfaktor. Es sei denn, es kam zu einer größeren Korrektur, aber mehrfach hat eigentlich die 200-Tage-Linie in den vergangenen Jahren eigentlich auch so einen Rücksetzer mal aufgefangen. Deshalb, also sollte der S&P noch mal bis hier in diese Region fallen, stellen wir hier den Ellipse rein, also hier so diese Zone zum Beispiel, 2160, 2190, wäre das sicherlich ein attraktives Einstiegsniveau und aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten auch sehr interessant. Muss man dann allerdings auch das Umfeld natürlich mit berücksichtigen. Warum kam es zu diesem Kurssturz? Ein Anleger, der 100.000 Euro flüssig hat, was könnte man strategisch dabei vorgehen? 100.000 Euro ist natürlich eine ganze Menge an Kohle. Da verweise ich dann, weil es einfach sich auch um sehr viel Geld handelt, also nicht um Spielgeld, auf unser Depotverwaltungssystem, was wir bei Indexradar anbieten. Also, ihr kennt ja meinen täglichen Newsletter von Indexradar, können Sie sich hier anmelden, ist kostenlos. Da bieten wir ein Handelssystem an, ein vollautomatisches Depotverwaltungssystem. Also Sie bilden natürlich dann entsprechend mit den Käufen und Verkäufen unsere Empfehlungen ab, aber wir haben dahinter ein Handelssystem gestellt, das sehr gute Performance-Daten liefert, 13,9% Rendite per anno, der DAX 8%, maximaler Rückgang 14%. Das ist vor allen Dingen ein Handelssystem, welches die Abwärtsphasen am Markt nicht mitgeht. Das sieht man hier sehr schön, dass die blaue Linie unseres Handelssystems entwickelte sich deutlich besser in den vergangenen, also langfristig vergangenen Jahren als der DAX selbst. Und es gibt eben hier kaum der Fall, dass man auch bei diesen Rückschlägen mit dabei ist. Das könnten Sie sich mal anschauen. Ich stelle hier auch den Link entsprechend rein, da gibt es dann die entsprechenden Informationen dafür. War in den vergangenen Jahren eigentlich immer durchweg positiv gewesen hier mit dem Jahresrenden. Das ist ein sehr interessanter Ansatz für solche größeren Anlagesummen. Soll ich mal eben gucken? So, Barrick Gold. Barrick Gold hängt natürlich eng zusammen auch mit dem Goldpreis, wie der sich entwickelt. Ich hatte es ja gesagt, Gold sehe ich im Augenblick erstmal nahezu oben angekommen. Wäre ich jetzt doch etwas vorsichtiger. Ja, und das sieht man eben auch hier bei Barrick Gold bei dem Chart. Ähnlich wie der Goldpreis selbst mit der 1250. Wo wir jetzt langsam dran gelaufen sind, ist natürlich auch die Goldminenaktien an ihren jüngsten Hochpunkten angekommen, also Barrick hier bei 21,50 bis 23 Dollar. Das dürfte es jetzt erstmal gewesen sein. Ich würde jetzt hier nicht zwingend noch reingehen, es sei denn, irgendetwas Gravierendes passiert und der Goldpreis steigt über 1250. Dann kann man auch wieder in Goldminenaktien reingehen, aber solange Gold nicht selbst das Signal liefert, ein Stärkesignal liefert, würde ich bei Goldminenaktien jetzt keine neuen Positionen mehr aufgeben. Heute gibt es wahnsinnig viele Fragen.
Korrektur bei Barrick Gold, ja, tendenziell möglich bis in diesen Bereich. Also auf Dollarbasis sich natürlich die Aktie anschauen. Da ist das Volumen drin. Also hier das jüngste Tief wäre die nächste wichtige Unterstützung. Also von Mitte Dezember, so im Bereich der 13 bis 14 Dollar Marke. Nvidia-Chip-Werte sehe ich im Augenblick eher ausgereizt. Also eine Infineon ist sicherlich interessant. Da kann man noch was mitmachen. Aber wie die dir. Nein. Nvidia würde ich im Augenblick eher mal die Finger von lassen. Die sind doch schon ziemlich gut gelaufen. Ja, eher so in Richtung Fahnenstange ja, derzeit unterwegs. Freeport habe ich im Augenblick keine Informationen zu, warum die Aktie so deutlich unter Druck ist, aber wird es dann jetzt auch noch bald geben. Fragen, wo, wie viel Kapital im Augenblick an der Seitenlinie wartet. Das ist ja immer auch so ein geflügeltes Wort. Natürlich wartet Kapital nicht an der Seitenlinie, aber man kann so ein bisschen abschätzen, gibt es eine hohe Cashquote oder nicht. Naja, ich habe jetzt keine Daten dazu, wo man die im Internet frei abrufen kann, aber man kann sich natürlich das Sentiment entsprechend anschauen und die Fondsmanager-Umfragen von Bank of America Merrill Lynch. Ja, und je nachdem, wie stark die Fondsmanager investiert sind oder wie optimistisch die Fondsmanager sind, desto geringer die Bargeldquote, desto höher die Aktienquote. Und deshalb kann man das dann darüber so ein bisschen steuern. Aktienrückkaufprogramme, ja, bin ich ehrlich gesagt, ist hier eine Frage am Machen, sind Aktienrückkaufprogramme eigentlich sinnvoll? Naja, letztlich ist das ein Armutszeugnis meiner Meinung nach der Unternehmen selbst, denn sie wissen nicht, was sie mit dem Geld machen können. Sie können es nicht in Verbesserung ihrer Prozesse offenbar investieren oder Forschung und Entwicklung oder was auch immer, wo sie tätig sind. Und sie haben einfach keinen besseren Verwendungszweck. Und sagen sich dann, gut, schütten wir das Geld einfach aus und kaufen eigene Aktien zurück. Finde ich letztlich aus Unternehmenssicht eigentlich ein Armutszeugnis, denn jeder Unternehmensdenker sollte doch eine Idee haben, wie man eigenes Kapital besser verwenden kann, als Aktien zurückzukaufen. Positiver Nebeneffekt ist, dass das natürlich die Bewertungskennziffern verbessert, denn es gibt dann weniger Aktien auf dem Markt und dadurch verbessert sich dann schon mal gerne solche Kennzahlen wie das KGV, wenn ich natürlich massiv Aktien zurückkaufe. Das haben gerade die US-Aktien, US-Unternehmen sehr stark gemacht. Und dadurch verbessert dann man dann selbst die Bilanzrelation, also die fundamentalen Bewertungsrelation. Und das lockt einfach auch nochmal viele Investoren an, so Aktienrückkaufprogramme. Das ist einfach wie eine Art Dividendenerhöhung für viele Investoren. Sagen sich, da gehe ich rein. Das finde ich dann interessant. Aber eigentlich aus Unternehmenssicht kann ich Aktienrückkäufe nicht gutheißen. Gut. Das mal dazu. Gucken wir uns den DAX an. Der ist natürlich auch immer unentspannt. Also heute ausgebrochen auf Jahreshoch. Sieht ja sehr schön. 11.967, 12.000 knapp verfehlt. Damit ein positives Signal gesendet. Allerdings kurzfristig hier der Prognosekorridor, abgeleitet aus den Schwankungen um die Stundenlinie. Die verläuft im Augenblick im Bereich der 12.060. Also für morgen Kurse über der 12.060 kaum zu erwarten. Maximal kurzfristig 12.175 Punkte, dann ist aber auch schon Schluss. Natürlich haben sich hier mit dem Ausbildung des Jahreshochs heute die Perspektiven verbessert. Das ist richtig, ihr seht es aber, kurzfristig ist der Markt schon ein bisschen zumindest mal etwas heiß gelaufen. Der Tageschart macht im Augenblick noch ein bisschen Probleme, denn wir haben so eine Situation vorliegen wie auch schon im Januar. Ihr seht es hier, ein Aufwärtskanal, den ich hier eingezeichnet habe über die Hochpunkte, seit Anfang 2016. Und wir haben jetzt hier die gleiche Situation vorliegen wie eben Ende Januar auch schon. Der Markt ist an einem Tag sehr stark gestiegen. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen rein. Hier sieht man es, ein starker Anstieg an einem Tag, wie auch hier auch. Und Ende Januar kam es dann hier zu einem Test dieser Aufwärtstrendlinie, die verläuft bei 12.010 Punkten. Und danach kippten wir wieder nach unten weg. Und das auch hier ist das Ausgangsniveau ähnlich beim Abstand zu 21-Tage-Linie mit 2,3%. Das riecht im Augenblick nach einer Blaupause. Das heißt also, der heutige Anstieg, Fazit, ist schon mal sehr gut gewesen, aber jetzt muss der Markt noch weiter liefern. Das heißt auch über 12.000 Punkte steigen und damit eben hier auch diese Aufwärtstrendlinie nach oben hin rausnehmen. Ja, erst dann kann man sagen, ist wirklich auch diese Barriere hier abgebaut und der Weg wäre frei, dann mittelfristig tatsächlich hier bis in die Region zum Rekordhoch, also 12.200, 12.390 Punkte. Das könnte der DAX dann tatsächlich zügig auch abarbeiten. Ansonsten sollten wir jetzt hier keine Anschlusskäufe sehen.
in den kommenden Tagen. Kein Absetzen des Marktes von der 12.000er Marke ist zu befürchten, dass wir dann hier zu einer Korrektur ansetzen, ähnlich wie Ende Januar, mit Rücklauf an die 21-Tage-Linie, also in den Bereich der 11.700, 11.800er Marke. Das wäre dann kurzfristig zu erwarten. Das heißt, Weichenstellung unmittelbar jetzt voraus. Darauf achten, schafft der DAX wirklich die 12.010, 12.050, 12.100er Marke und wird darüber noch gekauft, dann wäre das ein extrem starkes Signal in Richtung Rekordhoch, wenn nicht Blaupause von Ende Januar, die dann laufen würde. Das bedeutet natürlich auch für die einzelnen Aktien, wo man sich jetzt investieren kann, ein bisschen schwierige Situation im Augenblick. Bayer kommt morgen zum Beispiel mit Zahlen raus. Die Zahlen selbst sind eigentlich weniger interessant zum Geschäftsjahr 2016. Man erwartet sich vor allen Dingen neue Infos zum Monsanto-Deal. Bayer war ja schon, beziehungsweise Bayer-Chef Werner Baumann war ja schon bei Donald Trump gewesen. Also Angela Merkel schaut ja noch in die Röhre, aber Bayer war schon da und hat ja schon für eine Fusion geworben. In den kommenden 6 Jahren sollen 16 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung fließen, 8 Milliarden in den USA, Jobgarantie hat man gegeben. Wichtig ist einfach, dass die Chefs des Justizministeriums und der Federal Trade Commission in den USA ja von Donald Trump bestimmt werden. Und da erhofft man sich jetzt einfach mal grünes Licht für den Deal. Die Börse ist nach wie vor skeptisch, wenn man auf den Monsanto-Aktienkurs blickt, aber ihr seht hier die Bayer-Aktie heute ausgebrochen. Also ist für mich einer der Kandidaten, Achtung, Hochspannung angesagt mit 108,50 Euro, Ausbruch hier über den Widerstand bei 107 Euro ungefähr, 147. Bayer-Aktie im Aufwind hat natürlich aufgrund der schlechten Entwicklung in 2016 sehr viel Nachholpotenzial gegenüber dem Gesamtmarkt. 200-Tage-Linie unten verläuft langsam wieder steigend, Abwärtstrend hat die Aktie schon lange hinter sich gelassen, 21-Tage-Linie verläuft positiv. Aktie ist nicht überhitzt. Kursziel 115 Euro würde ich die mal im kurzfristigen Zeitfenster sehen, sofern die Stimmung am Gesamtmarkt weiter positiv bleibt. Aber Bayer sicherlich einer der interessanteren Turnaround-Kandidaten und aufgrund der hohen Indexgewichtung der Aktie selbst auch im DAX natürlich sehr interessant auch für den Gesamtmarkt, denn wenn Bayer jetzt durchzieht, dürfte das auch den DAX entsprechend nach oben ziehen. Also eine interessante Aktie schon mal hier, die heute ein kleines Kaufsignal geliefert hat. Morgen, wie gesagt, die Zahlen. Und wer vorsichtig ist, wartet da natürlich mal ab, wie die Märkte darauf reagieren. Commerzbank, natürlich das spekulative andere Ende auf die Entwicklung am Anleihemarkt. Ne, stärkere Anleihe oder Bewegungen am Anleihemarkt würden natürlich dann auch den Handel für die Banken ordentlich in Schwung bringen. Die Aktie selbst steht hier im Augenblick einer Unterstützung, 37 bis 47. Eine Kreuzunterstützung von einem Aufwärtstrend in der horizontalen Unterstützung, hier die blaue Linie, ist im Augenblick etwas überverkauft. Sehr schöne Chance-Risiko-Verhältnis, denn wenn ich zum Beispiel in die Commerzbank einsteige, kann ich den Stoppkurs sehr eng setzen, also schon 4-5% unter dem aktuellen Niveau. Und ein durchaus zu gerechtfertigendes Kursziel liegt hier oben in dem Bereich von rund 8 Euro bis 8,30 Euro. Das sind schon 7 bis ungefähr 12-13% Potenzial, was ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis ergibt. Also Commerzbank für sehr spekulative Naturen im Augenblick auch mit dem interessanten Chance-Risiko-Verhältnis. Das gleiche gilt hier natürlich auch für Bayer mit dem Ausbruch. Chance-Risiko-Verhältnis, damit das halbwegs attraktiv ist, müsste ein Stopp gesetzt werden im Bereich der 101er Marke. Dann hätte man rund 6-7% Risiko auf der Unterseite. 7% nach oben wären schon 115, 90, 116 Euro. Also ist nicht mehr ganz so attraktiv vom Chance-Risiko-Verhältnis. Aber die Chart-Situation hier ist etwas interessant und oder ist interessanter. Und eben wie gesagt, die ganze Geschichte noch auf Turnaround-Basis gesehen. Bewertungstechnisch übrigens auch. 2018er KGV von Bayer. 12,6, 10-Jahres-Durchschnitt 15,5. Ja, und wenn man bedenkt, Chemieaktien, Weltkonjunktur und so weiter wird gespielt, dürfte hier nochmal etwas Nachholpotenzial durchaus bestehen. Volkswagen, auch weiterhin einer meiner Favoriten, meiner Lieblinge, aufgrund dieser sehr, sehr schönen Chartkonstellation hier, läuft ein klassischer Retest im Augenblick dieses wichtigen Ausbruchsniveaus von 135,90 bis 140. Ja, das hier ist diese wichtige Unterstützungsmarke, ich zeichne die hier nochmal ein bisschen deutlicher ein.
So, und das ist eine klassische Bewegung, die wir hier jetzt im Augenblick gesehen haben und die man auch noch mal handeln kann. Ja, wenn man halbwegs optimistisch ist für den Markt, das ist ganz klar. Ne? Das sind hier alles Szenarien, dass die Märkte weiter steigen und die irrationale Bewegung, würde ich fast schon sagen, in den amerikanischen Aktienmärkten anhält. Aber was wir hier gesehen haben bei VW, ein Musterbeispiel von einer schönen Ausbruchsbewegung. Ja, wir haben hier unten immer steigende Tiefpunkte gehabt. Mache ich hier mit den Kreisen. Zack, so, schöne steigende Tiefpunkte hier oben, den Widerstand. Dann hier der dynamische Ausbruch über den Widerstand, erste Aufwärtsbewegung absolviert. Danach ein klassischer Retestbewegung auf das alte Ausbruchsniveau hier von 135 bis 140 Euro. Und jetzt wäre eine idealtypische Fortsetzung dieses Musters ein Abprallen von diesem Ausbruchsniveau und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, wenn man dann sich die Höhe dieses dieses aufsteigenden Dreiecks betrachtet, das ist auf eine Höhe von ungefähr 36%, projiziert das Ganze nach oben. Dann kommen wir hier zu einem Kursziel von ungefähr 180, 185, 190 Euro. Also nochmal ein ganz interessantes Niveau, ausgehend vom aktuellen Niveau wären es rund 25%, 30%. Auch hier das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich sehr interessant, denn ich kann hier einen Stopp-Kurs zum Beispiel sehr eng auch absichern, knapp unter dem Ausbruchsniveau, also zum Beispiel hier im Bereich von rund 131 Euro, gehe damit ein Risiko ein von ungefähr 10%. Und auf der Oberseite hatte ich es ja schon gesagt, eine Chance von 25% durchaus gegeben. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt muss man das sehen, ne, Abgasstreit und so weiter. Viel Unsicherheit, aber das spielt bei VW eigentlich schon länger keine größere Rolle mehr. Also auch VW attraktives Chance-Risiko-Verhältnis derzeit. Chemie habe ich gerade eben schon angesprochen mit der Bayer, ne, Pflanzenschutz, Saatgutgeschäft, wenn Monsanto dazukommt. Evonik, ein weiteres Beispiel, der weltgrößte Spezialchemiekonzern. Auch hier stehen wir vor einer größeren Bodenbildungsphase, die jetzt bald abgeschlossen sein könnte, mit einem schönen Ausbruch darüber. Ne? Hier der Verkaufsbereich bisher, der Widerstand, hier dieses Rechteck, da sind wir jetzt einmal dran abgeprallt, wieder zurückgelaufen und ein erneuter Anlauf an diesen Widerstand. Und dieser erneute Anlauf hier, der könnte jetzt zum Ausbruch führen. Sollte es dazu kommen, kann man sich hier zum Beispiel auf die Lauer legen mit einem Kaufauftrag, sobald die Aktie zum Beispiel über 31,20 Euro steigt, Kursziel dann hier das Hoch von Ende 2015 bei rund 34 Euro, sind knapp 9% Potenzial auf der Oberseite. Stoppkurs knapp unter dem Ausbruchsniveau platzieren, also man kann hier zum Beispiel einplatzieren bei 29 Euro oder sehr, sehr eng, irgendwo im Bereich der 30. Nehmen wir einfach mal hier ein 29er Niveau, dann habe ich immer noch eine gute Chance, Risikoverhältnis hier. 6,5% Risiko, was ich eingehe, gute 9% Gewinnchance auf der Oberseite, also attraktive Chance-Risiko-Verhältnis letztlich. Evonik, ein Beispiel dafür. Für die Short-Seite im Augenblick gibt es kaum Aktien, die da wirklich sehr interessant sind, aber ich nehme Gary Weber, finde ich derzeit Short ganz interessant, absteigendes Dreieck, was hier ausgebildet wird, also das Gegenteil von dem, was wir bei Volkswagen gesehen haben, hier fallende Hochpunkte. Hier mit den Kreisen rein, so, und hier steigt der Verkaufsdruck auf diese Unterstützung bei 10 Euro, kommt es hier zum Durchbruch per Tagesschluss, so in den einstelligen Bereich, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann doch eine neue Abwärtswelle einsetzen sollte bei Gary Weber. Höhe ist hier ein bisschen schwierig zu bestimmen, aber projiziert man die mal nach unten, kommen wir ja auch durchaus in Regionen von 57 bis 8 Euro. Ja, also für die Short-Seite, eine Gary Weber, ganz interessant, Schusskurs unterhalb von 89, wäre ein echtes Warnsignal. Deutlich besser die Kollegen von Hugo Boss, habe ich euch auch schon mal mitgebracht, hier im langfristigen Wochenchart, sehr schön zu sehen, operativ läuft es ja deutlich besser, steigende Tiefpunkte, Widerstand hier schön rausgenommen zuletzt mit dem Ausbruch über die Barriere bei rund 59 bis 62 Euro, Aktie zieht weiter an, unter erhöhten Handelsumsätzen, also alles läuft hier sehr gut nach Plan, Ziel weiterhin 74,40, könnte ich mir durchaus vorstellen, also wer hier dabei ist, weiter drin bleiben. Dialog, Spekulation im Chip-Bereich auf Apple letztlich,
Schöner Aufwärtskanal auch ausgebildet. Läuft natürlich schon sehr, sehr lange sehr gut, aber hier Rückkäufe zum Beispiel an die 21-Tage-Linie kann man zur Absicherung von Stoppkursen benutzen. Die wurde immer zuletzt hier an der 21-Tage-Linie gekauft. Ein ganz guter Signalgeber daher. Also hier zum Beispiel mit einem Stopp agieren hier knapp darunter, so im Bereich von rund 43,90. Ausbruch haben wir hier heute gesehen auf ein neues Hoch. Nächstes Ziel dann hier die Hochpunkte aus 2015 im Bereich der 51,80, 51,90. Hängt natürlich auch damit davon ab, wie Apple sich weiterentwickelt. Das ist letztlich die deutsche Spekulation auf die Apple-Aktie. Ne? Aber läuft auch sehr schön in den Aufwärtstrend. Kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Dann kam gerade eine Frage zu United Internet. Bei Gary Weber. Ja, es ist letztlich ein Keil, ein absteigendes Dreieck. Es ist ja noch kein absteigendes Dreieck. Ne? Absteigendes Dreieck liegt erst vor, wenn hier unten tatsächlich auch der Schlusskurs unterhalb der bisherigen Unterstützung vorliegt. Im Augenblick ist das nur eine tendenzielle Entwicklung mit fallenden Hochpunkten. Noch ist diese Formation nicht vervollständigt und abgeschlossen. Wichtig, Formation immer erst dann handeln, wenn das Signal auch wirklich vorliegt. Ne? Nicht hier auch spekulieren auf irgendein Signal, was sich mal ausbilden könnte. Ne? Ein ganz großes Risiko. Davon bitte die Finger lassen. United Internet war eine Frage gewesen. Weiß ich nicht. Also finde ich im Augenblick nicht so spannend. Ne? Schaut es euch an. Seitwärtsbewegung hier, also zwischen 35 bis 41 pendelt das Ding hin und her. 40 bisher immer verkauft. Ja, kann man kaufen, wenn die hier wirklich ein Stärkesignal liefert über 41,25 oder nochmal hier unten abtauchen sollte in diese Region von 34,90 bis 36. Dann kann man die hier unten abfischen. Aber im Augenblick sehe ich hier noch kein richtiges, klares Handelssignal auf Basis der charttechnischen Ausgangslage. Konsolidiert im Augenblick noch. So. Gucken wir uns mal die Entwicklung hier an bei den Rüstungsaktien. War ja ein Schwerpunktthema heute. Airbus wäre hier eine deutsche Variante. Bei Trade Signal sind natürlich die horizontalen Unterstützungen und Widerstände nicht drin. Die muss man sich alle selbst reintragen. Das ist klar, das ist letztlich die Arbeit des Charttechnikers, dass er sich jeden einzelnen Chart vornimmt, Indikatoren einzeichnet, wie die gleitenden Durchschnitte und natürlich auch hier die Unterstützung und Widerstände. Die sind natürlich nicht automatisch eingezeichnet. Wäre sehr schön, wenn das der Fall wäre, aber es gibt ja auch kein Programm, das die wirklich verlässlich dann auch einzeichnet. Gucken wir uns mal Airbus an. Airbus finde ich auch ganz interessant, die Aktie, Rüstungskonzern eben aus deutscher Sicht, neben Rheinmetall, steht kurz vor einem Ausbruch. Ne? Hier die Marke beachten, so von 67,50 bis ungefähr 68,75, sollten wir da drüber steigen, Ausbruch auf Rekord entsprechend und dann dürfte die Post weiter abgehen, nachdem wir ja hier so eine Konsolidierungsbewegung gesehen haben, ein interessanter Wert. Mehr nicht. Ich finde, insgesamt pendelt die mir so ein bisschen zu sehr seitwärts. Ja, hier ist zu wenig klare Trendentwicklung drin. Also deswegen, Airbus hat ja auch ein paar Probleme, bin ich kein so ganz großer Freund von. Die amerikanischen Rüstungskonzerne, sofern man denn überhaupt das auch mit seiner Investorenmeinung auch vertreten kann, kann man sich natürlich die amerikanischen Rüstungsunternehmen anschauen. Ich habe hier mal eine Übersicht gefunden, welche amerikanischen oder größeren Rüstungskonzerne es denn überhaupt gibt und welche Börsen notiert sind, habe ich euch in die Chatbox reingestellt. Ich habe mir ein paar Charts rausgesucht von Aktien, die sehr, sehr gute Trends aufweisen. Wir haben hier unter Umständen, nicht unter Umständen, wir haben hier vor allen Dingen Lockheed Martin. Lockheed Martin ja mit knapp 41 Milliarden Dollar Umsatz, der Platzhirsch. Größtes Rüstungsunternehmen weltweit, schaut euch den Trend an. Wer es mit sich selbst vereinbaren kann, da rein zu investieren, kann das machen, aus charttechnischer Sicht extrem gut natürlich. Ne? Schaut euch hier die 200-Tage-Linie, die violette Linie,
steigt sehr schön an. Und wie ich es auch gerade eben schon gesagt hatte, beim S&P, Rücksetzer an die 200-Tage-Linie wurden bei Lockheed Martin in der Vergangenheit immer gekauft. Ja. Und da kann man jetzt auch schon einen schönen Stopp-Kurs zum Beispiel platzieren, also einen Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie gab es in der Vergangenheit relativ selten. Ne, hier 2,8% mal, also wenn man jetzt hier agiert, einen Stopp-Kurs kann man zum Beispiel bei Lockheed platzieren. So in dem Bereich hier bei rund 243 bietet sich zum Beispiel an. 240, 243, dann ist man ein bisschen unter der 200-Tage-Linie. Hier auch noch unter den Hochpunkten, die hier ausgebildet wurden, beziehungsweise hier die Unterstützungen. Wäre ein ganz interessantes Niveau. Insgesamt die Tendenz bei Lockheed Martin ja schön aufwärts gerichtet. Also die wesentlichen Trends hier zeigen aufwärts. Lässt sich jetzt nicht perfekt mit einer Trendlinie verbinden, aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Steigende 200-Tage-Linie, steigende Serie von Hoch- und Tiefpunkten. Das insgesamt gefällt doch. Kursziele hier ableiten ist ein bisschen schwierig. Versucht man hier eine Parallellinie, das ist auch mal wichtig, wenn man jetzt hier zum Beispiel so einen Chart bearbeitet, dass man möglichst viele Parallellinien findet. Das ist jetzt hier bei Lockheed leider nicht der Fall. Also eine saubere Parallellinie hier unten zu der Unterstützungslinie kann ich in der Zeit nicht finden. Nehmen wir den anderen Ansatz vor, den kennt ihr ja von mir, Abstand zur 200-Tage-Linie in der Vergangenheit, wollen wir hier mal nicht eine Übertreibungsphase nehmen. Abstand lag hier relativ häufig so in dem Bereich von rund 13 bis 15%. Ja, sagen wir einfach mal 13,8% Differenz zur 200-Tage-Linie. Dann war die Aktie meist etwas ausgereizt. Das heißt, im Augenblick ein Kursziel, was sich vertreten lässt von 13% zur 200-Tage-Linie, liegt hier so in dem Bereich von rund 280, 283 Euro. Ja, abgesichert das Ganze dann mit einem Stoppkurs hier im Bereich der 243, gehe ich ein Risiko ein von rund 4%, auf der Oberseite eine Chance von 13% noch, Entschuldigung, natürlich nicht 13%, von rund 6% ist das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich insgesamt gesehen nicht mehr wirklich attraktiv. Jetzt muss ich mich auch gerade korrigieren, Stoppkurs wäre 8% entfernt, also Chance-Risiko-Verhältnis im Augenblick bei der Aktie im kurzfristigen Bereich nicht wirklich so interessant, aber wenn man da wirklich langfristig dran geht, zeigt doch der übergeordnete Trend deutlich nach oben und ja, Donald Trump hat hier nochmal für einen ordentlichen Push gesorgt, also zum Beispiel eine Aktie, die man sich anschauen kann. Boeing ist hier auch nochmal ein interessanter Wert, ist allerdings im Augenblick ein bisschen heiß gelaufen mit 24% Differenz zur 200-Tage-Linie, liegt einfach auch daran, naja, diese ganze Rüstungsgeschichte wird natürlich schon seit der Wahl verstärkt gespielt. Ne? Also jetzt hier noch in Rüstungsaktien reingehen, ist ein bisschen spät. Auch wenn hier zum Beispiel Boeing zuletzt mal schön ausgebrochen ist. Also Airbus hat es ja noch nicht geschafft, aber Boeing ist schon ausgebrochen hier auf Rekord 175. Der Trend hier im kurzfristigen Bereich zeigt auch schön nach oben. Aber eben der Abstand zur 200-Tage-Linie finde ich im Augenblick schon ein bisschen sehr weit. Also die Aktie ist etwas heiß gelaufen. Ne? Und da jetzt noch reingehen, da würde ich auch einfach mal so eine Korrektur mal abwarten. Ne? Und dann mal schauen, ob die dann, wie dann die Perspektiven sind. Also wenn zum Beispiel der S&P in Richtung der 200-Tage-Linie zurückfällt, ruhig mal auf die Rüstungsaktien schauen, wenn man das denn moralisch vertreten kann. Ja, am besten gefällt mir hier im Augenblick zum Beispiel noch eine Raytheon. Runde 9% über der 200-Tage-Linie waren schon mal historische Differenzen von 16% gewesen. Auch hier der Trend insgesamt schön aufwärts gerichtet, steigend 200-Tage-Linie. Jetzt hier auf Rekord ausgebrochen sogar, also ein Kaufsignal geliefert. Die weisen insgesamt die gesamten amerikanischen Rüstungsaktien eine hohe relative Stärke auf. Und das ist schon so ein Kennzahl. Also wenn ich wirklich mittelfristig investieren möchte, dann sind das sicherlich so ein paar Werte, die man sich mal mit anschauen sollte, weil die einfach noch einen sauberen, langfristigen Trend aufweisen, der wirklich schon seit vielen Jahren andauert. Dann gibt es sicherlich auch ein paar Branchenpapiere drauf, denke ich mal, Branchen-ETFs. Dann ist das Risiko ein bisschen gestreut, aber insgesamt sind die Aussichten für die drei zuletzt von mir vorgestellten Werte doch mal ganz positiv. Und kann man sich entsprechend dann auch anschauen. Die gehen immer höher, genau. Noch eine abschließende Frage. Ich gucke mal gerade in die Fragenbox rein. Da noch was drin ist.
Sehe ich jetzt gerade keine. Elring Klinger war noch eine Frage gewesen. Muss ich mal eben mir die WKN zuholen. Und dann hier mal einzeichnen. So, zack, Elring Klinger, Börse Xetra. Neuen Fenster öffnen. Gucken wir uns mal Elring Klinger an. Das ist ja ein Zulieferer für die Automobilindustrie. Also auch so ein bisschen eben abhängig. Im zyklischen Bereich natürlich. Ja. Schöne fallende 200-Tage-Linie. Also übergeordnet klar negative Tendenz. Haben jetzt hier eine Erholung gehabt. Werden aber immer verkauft bei einem Rücklauf an die 200-Tage-Linie. Schwache Unterstützung hier in dem Bereich. Ich mal ein bisschen reinzoomen. So. Auch unterstützt, aber hier übergeordnet, das ist ja immer ganz wichtig, der übergeordnete Trend eindeutig negativ. Dann seht ihr hier mit fallenden Bewegungshochpunkten, also jede Erholung wird immer früher zum Verkauf genutzt. Das ist insgesamt ein negatives Signal. Wir haben hier unten mal eine Stabilisierung gesehen, aber die ist letztlich noch nicht tragfähig. Das weiß man auch noch nicht, zumal hier noch keine wirklich guten langfristigen Unterstützungen mehr bestehen. Also der Trend hier bei Elring Klinger übergeordnet eindeutig negativ. Lässt sich hier sogar auch mit einem Trendkanal zusammenfassen. Um es kurz zu machen, erst oberhalb von 20 Euro wäre der Abwärtstrendkanal verlassen. Das ist also noch eine ganze Menge Holz. Weiß ich nicht, finde ich jetzt auch keine Aktie, die man haben muss. Also wieso soll, warum sollte ich jetzt in Elring Klinger investieren? Also Long sehe ich hier im Augenblick nichts. Es gibt einfach, das ist ja immer die Frage, wenn ich in eine Aktie investiere, gibt es irgendwelche anderen aus der Branche oder allgemein, die ein besseres Chartbild aufweisen, wenn ich jetzt charttechnisch vorgehe. Und da habe ich euch gerade eben genügend Aktien gezeigt, die einfach aus charttechnischer Sicht aufgrund eines intakten Aufwärtstrends oder eines Breakouts wesentlich attraktiver sind als jetzt hier zum Beispiel eine Elring Klinger. Bei einer Elring Klinger, wenn ich hier jetzt einsteige, dann positioniere ich mich gegen den übergeordneten Trend. Der ist abwärts gerichtet. Das macht gar keinen Sinn. Also fundamental weiß ich jetzt nicht, was das Unternehmen zu bieten hat über die Aktie. Charttechnisch finde ich sie nicht interessant. Also jetzt hier reingehen macht keinen Sinn. Schwache Unterstützung bei 15,10, 15,15 bzw. 12,71. Aber er ist wirklich interessant, oberhalb von 20 Euro. Genau. Würde ich Short gehen. Ja, wie gesagt, übergeordnet negativ. Ne? Von daher ist hier Short sicherlich eine ganz interessante Option. Aber es gibt auch sicherlich noch andere interessante Short-Papiere. So, ich würde mal sagen, die meisten Fragen habe ich abgearbeitet. Infineon so als finale Grande im Chipsektor. Im Augenblick etwas durchwachsen. Infineon hangelt sich so ein bisschen an der 21-Tage-Linie nach oben. Was mir an Infineon derzeit nicht so schön gefällt, ihr seht es hier, die hat keine sauberen Unterstützungen mehr ausgebildet. Also, ob das hier bei 16,70 wirklich tragfähig ist, lasse ich mal dahingestellt. Jetzt hier wirklich einen guten Stoppkurs zu setzen, ist extrem schwierig. Ja, der Prognosekorrektor Unterseite im Augenblick bei 16,15 lässt Potenzial bis 18,50. Der Trend insgesamt aufwärts gerichtet. Ja, also wer bei Infineon drin ist, soll weiter drin bleiben, denn der übergeordnete Trend ist klar positiv ausgerichtet und die Aktie ist noch nicht heillos überkauft, ja, also noch nicht heiß gelaufen. Aber für Neueinsteiger finde ich das Chance-Risiko-Verhältnis im Augenblick ein bisschen schwierig, weil eben kein richtiger Stoppkurs platziert werden kann. So, das soll es gewesen sein, Leute. Meine Stimme geht langsam weg, 10 nach 8. Wenn da Fragen sind, mir einfach eine Mail schicken, fgwenner@chartanalysen-online.de. Dann besprechen wir die in der nächsten Woche. Da gibt es ja auch wieder so ein ähnliches Thema, glaube ich, wie heute. Ansonsten soll es das gewesen sein für diese Runde. Je nach die Orientierungsmarken jedes Mal für die wichtigsten Basiswerte. Ansonsten
ja, schaut auf den DAX, wie er sich jetzt entwickelt und was jetzt wirklich hier passiert an der Schwelle zur 12.000, ob er darüber noch gekauft wird oder nicht. Wichtige psychologische Barriere, aber auch charttechnisch interessant. Es gibt ein paar Einzelwerte, die im Augenblick Breakouts zeigen. Amerikanische Aktienmärkte überhitzt. Ich rechne eigentlich jetzt noch mit einer Konsolidierung. Und dann werden wir mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Ansonsten, wer im Rheinland wohnt, da komme ich auch her. Frohen Karneval. Schaut mal nach, ob unter ein paar Bullenkostümen sich ein paar Bären versteckt haben. Kann man ja nie so genau wissen. Ansonsten viel Spaß und bis zur nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.